So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worker and Resources. Ja, wir sind noch mittendrin und wir haben gerade die erste Forschungsstufe festgestellt, fertiggestellt, für Stahl. Jetzt könnten wir Stahlermüdung oder Stahl untersuchen und ich würde mal auf den Stahl raufgehen. Und ja, wir lassen das im Verhältnis 7 zu 7. Wir können ihn nämlich schon mal weiter forschen. 425 Studierte haben wir inzwischen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil irgendwann werden wir nicht mehr genug Leute hier in die Sachen kriegen. Da müssen wir da auch gebildete Arbeitskräfte mitnehmen. Aber wenn wir jetzt die Gebildeten hier zu früh rausziehen, dann kommen keine mehr in die Uni. Und aktuell, glaube ich, sind die noch ganz gut hier damit beschäftigt, Ärzte oder Polizisten zu sein. Und dann ist das gut. So. Die haben auch schon angefangen, fleißig zu bauen hier. Und ich sehe gerade, hier habe ich da schräg gemacht, hier habe ich da schräg gemacht. Ja, geschenkt ist noch zu teuer. Aber ich wollte nämlich was ganz Wichtiges gucken. Und zwar, ja, jetzt kommt nicht das zum Tragen, was wir damals hatten. Wir brauchen einen Stromanschluss. Der eine ist hier, der würde theoretisch noch reichen. Und der andere war dort. Würde auch theoretisch reichen. Wir bräuchten gar keinen Strom hier weiter. Das haben sie auch fertig. Und dann würde das jetzt kommen. Okay. Ist sogar Bauämtern zugeordnet. Sehr schön. Ich gebe dem mal ein bisschen mehr Priorität. Und da wir jetzt ja Geld haben, 80.000 im letzten, 33.000 in diesem Monat, oh, die kriegen gar keinen Treibstoff, würde ich fast sagen, spendieren wir denen hier noch, oh, den Bus gibt's nicht mehr, noch ein paar Sachen wollte ich gerade sagen, aber den Bus gibt's nicht mehr, oh, das ist blöd, wir sind ja auch schon 73, okay, was haben die? Bagger, dann kriegen die hier noch einen Bagger. Die kriegen noch eine Planierraupe. Ich glaube, Straßenkräne haben wir genug. Dann kriegen die hier noch einen Betonmischer auf jeden Fall. Und eine abgedeckte Ladefläche. Die kriegen noch einen Kipper. Da könnte es sein, dass es einen besseren gibt. Inzwischen den hier. 12 Tonnen. Unser schafft nämlich... Unseren gibt es nicht mehr. Ja. Unser schaffte, glaube ich, wie viel? 10 Tonnen bei wie viel km/h? 70. 10 bei 70, der schafft bei 75, 11. Der schafft bei 80, 12. Und der hier ist einfach nur günstiger. Ja, dann kriegen wir den hier einmal. Das ist unser neuer Truck. Oh, der sieht natürlich... Der hier sieht natürlich am hübschesten aus gerade. Kipper. 95 kann der fahren, aber halt nur 10 Tonnen. Und hier werden auch noch offene Dinger. Ja, da können wir auch mal gucken. Dass wir noch zwei nachholen. Einfach, dass da ein bisschen mehr Kapazität drin ist. So, das hat uns 84.000 gekostet. Ich würde sagen, den Monat machen wir komplett günstig kaputt. Indem wir noch die anderen Fahrzeuge holen. Ja, auch noch ein Betonmischer. Wird immer wichtiger, der Beton. Hier haben wir ja die Spaßmaßnahmen gehabt. Die Sparmaßnahmen gehabt. Deswegen haben wir nur die kleinen Fahrzeuge geholt. Spaßmaßnahmen. Ja, Spaß hat das keinen gemacht, pleite zu sein damals. Busse können wir auch nicht mehr holen. Brauchen wir, glaube ich, aber auch nicht mehr. Hier waren schon alles drin. Den einen Kipper können wir noch ergänzen. Kipper. Zack. Und wir haben ja noch ein Ding. Ah, guck mal, da können wir auch noch mal rein. Kipper. Das, würde ich sagen, reicht. Das ist voll. Busse reicht. Hier kann... Noch ein Betonmischer dazu, ein großer.
Die haben gar keine Planierraupen gehabt hier, nicht? Ja, 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 da war was. Dann kriegen die nämlich eine Planierraupe. So. Dann haben wir 193.000 in Fahrzeuge investiert. Das tut weh. Aber solange wir über 1 Million sind und stabil, ist das für mich alles mehr als okay. 32 Tonnen Kleidung inzwischen sogar hier angesammelt. Sehr, sehr viel. Stoff 261, also da könnten wir auch ein bisschen mehr exportieren. Und würden noch mehr Gewinn machen. Öl 38%. Müssen wir mal gucken, ob das mehr oder weniger wird. Gut, spätestens wenn das fertig ist, teilt sich das eh auf. Da bin ich mal gespannt, wie das dann funktioniert. Ich glaube, die Pumpe hat keine... Doch, kann priorisieren sogar. Das heißt, wir können sogar sagen 50-50. Beide Mittel-Mittel. Das wären dann, glaube ich, Eingang... rechts und Eingang... Ja, wenn man rüber geht. Der... Ah. Weil da nichts rein kann, das sieht sie. Das ist natürlich clever. Das heißt, das würde gehen, ne? Und dann kann man sagen, das ist... Wer weiß ich, was das ist? Ah, wenn ich hier rüber hover, dann sehe ich das. Dann könnte ich sagen... Ah, ich kann aber nur niedrig, mittel, hoch sagen. Okay. Dann würde ich den natürlich auf hoch setzen und den auf mittel... Ja, und hier hinten muss auf jeden Fall irgendwo eine Bahnstation hin, weil wie viel braucht die Treibstofffabrik? Die braucht recht viele Leute. Asphaltanlage. Vielleicht bauen wir auch eher die anderen Bauindustrien. Wobei die Treibstoffanlage wäre schon cool. Weil da könnten wir... Stimmt. Nee, mir fällt nämlich ein, genau, für die meisten Sachen brauchen wir dann nämlich Bitumen. Und das heißt, die müssen wir hier herstellen, ja. Gut, wir können das ja schon mal mit der Anlage planen. Ich hatte schon vorher mal geguckt, wie ich das anschließen wollen würde. Die beiden Anschlüsse müssen natürlich nach hier zeigen. Und die Anschlüsse nach vorne müssten aber eigentlich in die Richtung zeigen. So wäre es optimal. Das heißt, das kriegen wir nicht sauber gedreht. Also wenn ich die auch so drehe, dann würden die nach oben zeigen. Ist vielleicht noch am sinnvollsten so. Hm. Und jetzt werden die Eingänge aber da rechts. Gut, die Autobahn hier ist ja nicht fix, nicht? Die können wir ja nach unten ziehen. Das heißt, hier können wir uns auch so viel Platz nehmen, wenn wir wollen. Wäre also auch eine Möglichkeit. Dass wir sagen, die kommt hier so hin. Dann machen wir hier die Lagerstätte. Wobei es mir andersrum halt wirklich besser gefallen würde. So machen wir da die Lagerstätte hin. Hm. Ja, jetzt kommen die wichtigen Fragen. Weil wir sehen, also das würde passen. Okay, ich würde die mal so bauen. Ein Gebäude brennt. Oh no. Oh nein, auch noch hier. Sind gerade Feuerwehrleute da? Nein. Wo ist der Bus? Da ist der Bus. Der wird nicht rechtzeitig kommen mit den Arbeitern. Okay, wir beschleunigen das Ganze mal. Selbst wenn der Bus rechtzeitig kommen würde, was er tut, dürfte die Feuerwehr... Obwohl... Ha! Unser System funktioniert doch. Eieiei. Das war aber knapp. Das ganze Ding war schon lichterloh am Brennen. Boyski. Feuer gelöscht. Mann. Ihr habt gute Arbeit geleistet.
Der eine alte Bus, der die da hinjuckelt über die Sandpiste, hat uns gerade den Arsch gerettet für die Ölproduktion. Na, immerhin. So. Ja, die Autobahn hier nochmal weg. Pflock. Die wollen wir so nicht. Zack. Zack. Oh, ich habe keine Reste wieder übrig geblieben. Das können wir schon mal renaturieren. Klong, 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 klong. Das können wir hier oben auch gleich machen. Wobei hier vielleicht cool wäre, wenn wir das asphaltieren, oder? Mit diesem... Oder zumindest ein bisschen mehr Asphalt machen. Ich glaube kaum, dass das in echt... alles so Rasen wäre, oder? Aber ob das alles so krass asphaltiert wäre, weiß ich halt auch nicht. Hm. Das Problem ist, wo höre ich hier auf, ne? Das wüsste ich nicht. Ich habe halt keinen eindeutigen Indikator. Und so ist einfach unnötig asphaltiert. Würde man ja auch nicht machen, vielleicht. Hm. Zum Glück kostet das nichts. Da kann man ein bisschen mit rumspielen. Finde ich eins mit der stärksten Tools. Davon hätte ich gern mehr. Nicht? Auch bei Bäumen oder so, dass man vielleicht so vorgefertigte Baummusterraster hier als Pinsel oder sowas hat. Wäre auch cool. Weiß nicht. Oder vielleicht immer hier zwischen. Weil die sitzen halt auch nicht gegenüber, nicht? Das sieht dann auch komisch aus, was man da asphaltiert. Hm. Müssen wir uns im Gesamtergebnis später dann angucken, glaube ich. Da finden wir jetzt keine Lösung. Also ich finde sie zumindest nicht. Vielleicht muss ich mir auch irgendwo anders mal Inspiration holen. Manche anderen Streamer bauen so detailgetreu, wo ich immer denke, boah, warum baue ich das denn nicht so? Aber ich komme da einfach nicht drauf, nicht? Ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Stil und man ist einfach von dem, was das Spiel einem ermöglicht, immer so ein bisschen erschlagen. Und ich bin halt... Zum Beispiel bei Planet Coaster damals war ich auch sofort überfordert mit den ganzen Möglichkeiten. Und dann ist es auch irgendwann so, dass wenn zu viel wird, es auch irgendwann keinen Spaß mehr macht, wenn man sich, oder ich zumindest, ganz schwer entscheiden kann. Das ist bei Sims zum Beispiel auch so ein Thema gewesen. Sims 1, total geil, nicht? Man hatte irgendwie zwei Badewannen, eine schäbige, eine hübsche. Man hatte einen guten, einen schlechten, einen mittleren Bett oder sowas. Alles kein Problem, aber was man dann hatte, war am Ende Sims 4 15.000 Objekte mit 500.000 Texturen. Ich habe immer nur den Standard gesetzt, weil es einfach zu viel war, um sich überhaupt damit zu beschäftigen, irgendwas rauszusuchen. Das macht dann halt auch keinen Spaß, nicht? Also es muss schon vorreduziert sein. Und hier finde ich eigentlich ganz gut, dass es nur die drei Asphalt, Rollbahn und Kies gibt. Aber wäre schön, wenn es zumindest noch Rasen gäbe. Okay. So, aber wenn wir die hier haben... Was ist denn das da? Okay, ist einfach nur eine Sandfläche. Wenn wir das haben, brauchen wir ja auch wieder Lager. Und die würde ich dann Richtung Autobahn bauen diesmal. Und vielleicht gleich doppelte auch. Ich glaube ja. Ich würde sagen ja. Dann nehmen wir hier diese Ground Pump einfach. Einmal für hier. Und... Einmal
Das muss übereinander passen. Ich habe nicht viele Ansprüche, aber ein paar habe ich dann doch schon. So. Ja, das wäre zu eng. Okay. Das heißt, ein Stück weiter nach vorne. Was ist, wenn das hier die Station ist? Dann einmal hier. Einmal nach dort. Ach, Quark, das geht. Bin ich doch wohl mein. Ja, aber schöner kriegen wir es bestimmt hin. Müssen nur den richtigen Winkel treffen. Das geht nicht. Gebäude im Weg. Das geht. Okay, merkwürdig. Sag mal. Wie viel muss ich denn hier... Jetzt. Okay. Gibt es so eine Stelle, wo es denn nicht geht? Weil Gebäude im Weg. Ach, weil das Gebäude im Weg ist. Oh. Oh, verstehe. Und wenn der Winkel weit genug ist, dann nicht. Oh. Warte mal. Aber wir haben ja auch nach da Platz. Dann machen wir doch beide ein Stück nach rechts. Dann haben wir da nicht so den Druck. Machen wir ihn hierhin und ihn hierhin. Strom brauchen wir eh. Ja, das ist doch vielleicht besser so. Ja, schöner. So, dann haben wir hier nämlich zwei Ausgänge und können nämlich zwei Lager anschließen. Einmal so. Ah, wird ja eigentlich so. Ist bloß okay. Warum ist der da angeschlossen? Der macht wieder Sachen, die er nicht machen soll. Habe ich aus Versehen nämlich Steuerung nicht gedrückt. So, du da angeschlossen, du da und du da. Ob das funktioniert, hatte ich noch nie so. Dann wird es nur interessant, wie wir die Autobahn dran vorbeikriegen. Die muss denn hier einen starken Knick machen auf jeden Fall. Das wird spannend. Wahrscheinlich irgendwie so oder sowas. Aber vielleicht gar nicht schlecht für die Felder, die wir hier hinbauen wollen. Vielleicht haben wir da ein paar mehr Optionen. Das ist so die Sache, wenn wir das drehen. Also wenn wir das nach da kriegen würden, wäre es irgendwie noch geiler. Aber hier ist auch Ölfeld. Au, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, okay, wir können hier gar nicht hochbauen. Weil dann wären wir mitten auf dem Ölfeld. Ha. Aha. Achso, und nur das lagern. Sehr schön. Und die Pumpen laufen noch nicht, weil... Doch, die laufen. Aber die Türme fehlen. Alles klar. Aber Strom haben sie immerhin. Das heißt, das passt immerhin schon mal. Kontrolle, passt hier noch alles? Haben wir noch genug Wasser? Ich glaube, bis 20.000 muss ich mir aber auch beim Wasser gar nicht Sorgen machen. Aber das hier läuft langsam voll. Ich würde sagen, wir brauchen fast noch einen zweiten von diesen kleinen SKD 700 RT.
Abgedeckte Ladefläche. SKD 700 RT. Okay. Das dürfte der sein. Und nicht du. Nicht, dass ich aus Versehen den Falschen erwischt hätte, aber war schön. Ja, und wie ich es jedes Mal sage, ich bin total fasziniert davon, man hat alle Autos ja selber mal in der Hand gehabt und eingerichtet. Alles, was also rumfährt, hat man irgendwie mal kontrolliert und es funktioniert einfach nicht. Es ist ein bisschen wie komplexe Handelsrouten in Anno in groß skalierten Maßstab. Einfach echt genial. Achso, und starten. Du darfst exportieren. Wir produzieren, glaube ich, jetzt echt gut die ganze Zeit. Ja, da ist auch noch 12 Tonnen Kleidung drin. Und dann machen wir nämlich auch mehr Einnahmen. Diesen Monat plus minus null gerade. Eieieiei. Letzten Monat nur 10.000 plus gemacht. Gut, wir bauen halt auch sehr, sehr viel und sehr, sehr teuer. Darf ich halt auch nicht vergessen. Das ist alles teures Stahlzeug. Was uns über langere Sicht dann aber auch viel einbringt. Und den zweiten Teil des Ölfeldes mit einer zweiten Raffinerie könnten wir in die Richtung zum Beispiel bauen. Zum Hafen dann hin. Dass das für die Stadt ist und das dann losgelöst eine Extraindustrie wird. Könnte man auch machen. Und für die Feuerwehr müssten wir die Straßen eigentlich verbessern. Falls es brennt. Ich meine, noch sind die dicht genug. Aber falls mal keine Feuerwehrleute da sind, wie eben, wird es schon knapp bis hier hinzukommen. Wenn die dann hier hinnehmen müssen, das wird schon eng. So, dass wir zumindest die Hauptstraße erstmal mit Kies haben. Später wird die Hauptstraße aus Platten. Also bis hier, nicht? Das wird dann Platte. Und die anderen werden alle Kies. Vielleicht auch die alle Platte. So, aber hier, nicht? Es ist, wie es ist. Problem ist, dann habe ich hier halt totes Ding, aber dann könnte ich hier vielleicht die Felder mit dran machen oder so. Das wird schon klappen. Okay. Und jetzt wollen wir zwei Ausgangsdinger? Ich würde zwei Ausgangsdinger machen, aber trotzdem über eine Pumpe laufen. Warum die überkreuzt sind, weiß ich nicht. Und dann könnten wir jeweils zwei Flüssigkeitsgut laden und entladen bauen. Am Anfang eins, nicht wahr? Und dann hätten wir eine noch zum Beispiel für eine für einen Zug oder sowas übrig. Falls wir das später noch dazu nehmen wollen. Die Straße ist natürlich jetzt komplett im Weg. Ah, und wir müssen die auch noch mit Wegen anschließen. Stimmt. Darf ich auch nicht vergessen. Und die brauchen relativ lange Straßen. Also die dürften sich hier eigentlich nicht begegnen. Die Abfahrenden und die Auffahrenden. Ich meine, hier muss nichts hin, außer eine Feuerwehr. Das wäre Wurst. Das wäre total egal. Hey. Wer ist noch? Die verbinden erst.
auch noch nicht mit dich. Aber besser als vorher. Und die dürften sich auch nicht begegnen. Aha, schwierig. Also eigentlich muss die Auffahrt länger sein als die Abfahrt. Sind vielleicht auch ein bisschen zu eng hier aneinander. Ah, und die konnte man nicht drehen, nicht wahr? Die konnte man nicht drehen. Egal wie man das nämlich gemacht hat, die Straße hat immer in die andere Richtung gezeigt. Ja, das ist schade. Egal ob mit Spiegeln oder nicht. Und von denen hatte ich kein Workshop-Objekt, das wollte ich mir erst besorgen. Hm. Gut, oder ein klassisches Zwei-Weg-Ding. Aber da blockieren die sich gegenseitig, deswegen mag ich das gar nicht. Oder halt... So. Und hier so. Ja, auch doof. Was ist eigentlich denn hier hin? Wie kommen die da ran? Oh, das ist schwer. Da was Schönes zu bauen gerade. Beim letzten Mal hatte ich die so gegeneinander versetzt, nicht wahr? Das lief eigentlich ganz gut. Aber wir bauen das nochmal anders. Dass wir das zur Seite drehen oder so. Ja, das ist echt zu eng. Ich meine, sieht gerade echt gut aus. Was wir machen könnten. Wir könnten das ja einfach duplizieren dann. Ja, komm. Das ist mir nur echt zu eng sonst hier. Dann hocken die aufeinander und blockieren sich beim Fahren gegenseitig. Und dann habe ich hier so viel Stahl reingesteckt, dann ärgere ich mich darüber nur. Nee, komm. Das machen wir ordentlich. Pipetten, Duplikationswerkzeug, dichterweg bauen. Und klar könnte ich jetzt von hier abgehen. Aber ich will eigentlich den einem freihalten für irgendwas anderes. Und dann nehmen wir den. Okay, das passt. So. Und jetzt nehmen wir das Klonenwerkzeug. Ich hoffe, das geht. Ah, zu viel. Ah, mit den Dingern geht nicht. Okay, gut zu wissen. Klon, nehmen wir nur die. Ups. Geht nicht. Ist zu kurz, muss weiter weg. Oh Mann. Ist weg. Da nochmal klonen. So, das müsste aber reichen. Wäre auch nicht unendlich lange Rohre jedes Mal bauen. Jetzt, wo ich das sehe, weil das würde ja hier die Autobahn verlängern, wenn wir das beides vielleicht drehen, dann machen wir das andere hier hin und das hier hin. Weil dann kann die Autobahn nicht ganz so krassen Bogen machen. Und das hier wäre für Züge. Ja, das ist doch noch viel besser. Ja, okay, jetzt machen wir drin. Oh mein, nichts ist in diesem Spiel so gut wie eine Planung, die man sofort über den Haufen wirft, nicht wahr? Okay, wartet. Wir klonen das ganze Ding hier nochmal.
Das ist mir ein bisschen zu lang. Wir klummen mal das hier nochmal. Setz es mal dahin. Du kommst nochmal weg. Neue Fahrzeug verfügbar. So. Hallo Don Öko. Jetzt nur wieder aufpassen, dass wir es nicht zu eng aneinander setzen. Dann den einen dahin, den anderen hierhin. Warum geht das nicht? Interessant. Da geht's, da nicht. Gehst du? Du würdest gehen. Okay. Dann machen wir die halt beide ein Stück weiter runter. Wenn er sonst nicht möchte. Pipette, wo bist du? Da beim Bauen. Okay, dann machen wir das Ding hier so hin. Und das Ding dahin. Wenn das klappt, dann muss doch auch das andersrum klappen. Hä? Ey, warum geht denn das da nicht? Finde ich ein bisschen blöd, dass der sich da so problematisch verhält. Okay, also nochmal weg. Dann muss der weiter nach vorne. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Dann... Ah, auf einmal geht's. Ach, leck mich doch. Wann kriege ich das nicht gerade zu dem dahin? So. Geht doch. Bei dir schaut der Leitungsbau genauso beschissen aus wie bei mir im Wohnwagen. Ich reiß die auch schon zum x-mal raus und leg die neu. Nur bei mir ist ein Plan dahinter. Sag ich zumindest zu mir selber. So, warte, aber die Pumpen habe ich ja jetzt mit. Dann brauche ich ja die wieder nicht. So. So rum. Da. Jetzt ist die Frage, wie weit... Oh, hier... Warte mal, machen wir es doch so. Dann sind die nämlich maximal auseinander. Ja, das passt doch besser. Ich bin hier denn, glaube ich, leicht auf dem Ölfeld drauf, nicht wahr? Aber das könnten wir noch gerade so verkraften. Weil die nächste... Ja, hier würde noch eine hinkommen. Also hier würde eine hinkommen. Hier. Und dann hier hinten erst wieder. Hier würde keine genau stehen. Dann kann das so bleiben. Achso, das kriegt man nicht ran. Ist doch nicht gerade zueinander gedreht. Okay. Wir haben hier noch unsere Vorlage. Ein Gebäude brennt. Oh no. Du sollst doch nicht brennen. Nein! Welches Gebäude brennt? Mann, manchmal klickt man sowas Wichtiges weg. Was brennt? Wo brennt's? Welche Feuerwehr ist ausgerückt? Die fährt. Wo fahrt ihr hin? Ziel. Kindergarten. Ein Kindergarten brennt. Oh mein Gott. Rette sich, wer kann. Alle gerettet. Keine Verletzten. Sehr gut. Haben die Kinder wieder gezündet beim Rauchen. Unglaublich. Dabei verkaufe ich nicht mal Tabakwaren. Und bei mir der Mann von der Gasprüfung. Naja, ach so, eine Gasleitung. Eieiei. Ja, damit sollte man auf jeden Fall nicht spaßen.
Und jetzt nochmal. Ja, das ist doch dann perfekt zueinander ausgerichtet. Wo ist denn hier mein Anschluss, wo ich das gegenhalten kann? Nirgendwo. Okay, danke. Danke für nix, weil wir im Klonmodus sind. Der Klonmodus. So, aber jetzt. Komm. Ja. 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 Sehr gut. Endlich haben wir es. Das hier sieht echt nach einem Schlachtfeld aus. B und Entladen. B und Entladen. Jetzt haben wir hier aber genug Möglichkeiten, dass wir sagen, ah, die fahren so, die anderen fahren so. Dass die sich da vielleicht nicht treffen. Zum Beispiel könnten die in dem Radius hier fahren. Und die in dem Radius. Und Autobahn. Oh, ich will nicht das. Ich will das hier vorne weg haben. Das da, genau. Das hat mich genervt. So. Da müssen wir nämlich wieder ran. Eigentlich gut, wenn wir, ja, wenn wir die so ziehen. Passt das. Ja, aber nicht. Also, wir haben hier nur die einfachen Leitungen. Wenn hier was explodiert. Aber im echten Leben. Ja, ich glaube, ich hatte mal Respekt vor Gasöfen. So, die kriegen hier ihre eigene Auffahrt. Aber ich merke, dafür wäre es wieder zu dicht. Ich bin auch dicht, aber Goethe war dichter. Jedes Mal, nicht? Ich glaube, wenn wir die gar nicht so hochziehen, sondern die einfach gleich gerade weiterlaufen lassen, wäre das noch besser hier. Oh, mal diese Futzelchen, die da stecken bleiben. Ich glaube, so haben wir ein bisschen mehr Ruhe, falls wir dazwischen eine Auffahrt oder sowas kriegen wollen. Genau, theoretisch kommen die beiden hier ran. Das heißt, die kommen hier hin, fahren hier rauf. Jetzt ist aber die Frage, wie kommen die da rüber? Die kriegen direkt hier ihren Anschluss und die müssten eigentlich dran vorbei. Und dann brauchen wir hier einen Durchgang. Weil das ist ja kein Thema. Das kriegen wir schnell hin. Nee. Du. Da fehlt irgendwie... Ja, ein Stück. Ich wollte gerade sagen, hä, warum geht das nicht? So, dazwischen. Und ja, das ist ja nur Feuerwehr, nicht? Das ist egal. Das interessiert uns eigentlich nicht weiter. Ich meine, die würden sich hier trotzdem sehr in die Quere kommen. Weil die alle hier erstmal langfahren würden. Aber die Stellfläche dürfte lang genug sein, dass es kein Problem ist. Wie die Ab- und Auffahrt hier nur später aussehen soll. Oh. Wartet, wartet, wartet. Will ich das so bauen? Noch bin ich nicht überzeugt von den Sachen. Ich könnte nämlich...
das Ding ja ein Stück hochsetzen zum Beispiel. Ah, dann komme ich da nicht ran. Dann machen wir es so. Die kann ja unterirdisch irgendwo hingehen. Oder wir gehen von hier ab. Wäre auch kein Thema. Oh, brauchten wir... Wir brauchten dazwischen aber eine Pumpe. Ja, ja, ja. Wenn dann keine Pumpe ist, dann braucht das ewig. Oh. Ich erinnere mich. Da habe ich immer diese kleine Eimer-1-Pumpe oder sowas genommen. Irgendwo hatte ich eine 1-1. Das ist nämlich eine 2er. Das ist eine 2er. Ich glaube, hier, die hier. Genau. Und hier hat nämlich auch einen Straßenanschluss. Ah. Aber da kann man nicht durchfahren. Okay, na, dann müssen wir das ein bisschen umbauen. Ein bisschen mehr Platz lassen. Gut, dass wir gesehen haben, dass die da gerade schon hinfahren wollten. Müssen wir das nämlich nochmal ein bisschen ummodifizieren. So. Du so. Und dann du so. Passt doch schon besser. Dann haben wir mehr Abstand. Jetzt du so, nicht Huso, sondern du so. Und du so. Ich meine, das werden wir eh nicht lange brauchen, davon mal abgesehen. Entweder wir gehen auf Züge rüber oder wir bauen die bis drüben rüber mit Pumpen, weil ich davon kein Fan mehr bin. Dafür gibt es ja die Transportsachen. Oh. Und Don Öko sagt, naja, wenn du halt Sachen einbauen willst, die nicht für Wohnwagen bzw. Propangasflaschen gedacht sind und du von Rechtsgewinde auf Linksgewinde und von Gasleitung auf Schlauch und von einem Viertelzoll auf einen Halbzoll Anschluss am Ofen musst, und der Prüfer schon bei Mercedes katipuliert und du und von nichts wissen will, weißt du, du machst gerade alles richtig. Ja, für das eigene Begräbnis oder für wen machst du alles richtig? Das klingt mehr als schwierig. Oh, jetzt drehen die eh nochmal. Dann können wir nämlich hier nochmal die Autobahn ein bisschen abreißen. Wo willst du hin? Wo denkst du, willst du hin? Ach, echt jetzt? Hätte ich dir auch vorher sagen können. Ist ja sehr löblich, dass sie kommen wollten, aber ein bisschen zu früh. Die Anlage... Die braucht auch einen Schienenanschluss, nicht wahr? Gibt es eine Leitung? Das sollten wir vielleicht hier vorsehen, dass wir hier eventuell Schienen durchkriegen können später. Road? Wir brauchen eigentlich nur Rail. Gibt es hier noch ohne Straße? Und mit Straße ist nämlich kacke. Ja, dann braucht er nämlich den Straßenanschluss, falls er brennt. Okay, dann müssen wir... Ja, dann braucht... Dann ist Quatsch, dann brauchen wir eigentlich einen Straßen- und Pipeline-Overrail-Ding. Das ist doch kacke. Das ist doch echt bescheuert. Warum gibt es denn jetzt nicht im Mod ein ohne Straße, nicht? Oder wenigstens denn mit Straße und Schiene? Oh, so ist ja doch total unnötig, weil man doch eh nicht rüberkommt, ohne eine Straße denn nochmal separat dann dran zu machen. Ist doch dumm. Oder ich gehe das Risiko ein, dass er mir... Hallo? Alle Naseland abfackelt. Rrr. Okay, ich glaube, da müssen wir in dem Workshop gucken, ob wir was Besseres finden. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.